mehr von der letzten Reise ins Land der Alben erzählen? Natürlich. Alvain war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Da bin ich jetzt gespannt, was draus geworden ist. Alfheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Gros Schrein. Zerstörte Geschichte. Ja. Nicht gerade einfach zu beheben. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Bin gespannt, wie es da jetzt ausschaut. Oh Mann, Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbulwinter. Okay. Kann man da runter, oder was? Ah, wohl. Die lebende Wüste. Sie war auch einmal voller Leben. Und Musik. Das Lied der Sande. Noch. Was soll das hin machen wir noch? Dann geht's da wohl weiter. In Odin büßte das, wie ihn befreit haben. Moment. Und da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Wie es leidet. Oh. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber... den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. Da oben muss ich das anzünden, das ist super. Na, geht sich aus. Und dann eines noch. Ah. In Ordnung? Ja, alter Freund, wir plündern bloß Nordentruhen. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah, nun gut. Wieder eine Abfälle. Da, der Tempel des Lichts. Roas Schrein ist ganz oben. Boah, da nach oben müssen wir, bist du narrisch. Freya wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyas Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Holz geschnitten. Ja.
dann gehen wir halt noch vor. Ein paar Vasen. Das ist alles leer, da gibt es überhaupt kein Cash. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Also, manchmal verwendet sich das Licht von einem Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Boah. Ach, wusste nicht, dass das geht. Fuck. So. Cool, neues Rätsel. Das ist schlau. Cool. Ah, sind das Scheiße alle auch schon wieder? Hinter dir, pass auf! Okay, es ist neu. Mach mal Platz für Dinger. Explodierendes Scheusale, da gibt echt mehr Scheusale. Scheusale. Bin da. Man hat einen Freund geholt. Oh, hallo, hallo. Verstehst du diese Gedächte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Ich hole jetzt drüben ein Gezöffel zwischen innen und abhalt. Aber ich finde immer nur leichte Dinger. Fähigkeiten. Ja, das ist schon besser. Das kann ich verbessern. Ne, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich wege eben so drüber bin. Dann gehe ich zuerst einmal auf. Mach ich zuerst mal das da. Okay, wir müssen wirklich dahin. Freyas Bruder, was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alpen zu einem dürftigen Frieden. Und wir sind da hinkommen. Der Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Wir haben keine Wahl. Wie du helfen? Wir haben das Licht befreit. Das ist irgendwo, ich glaube. Dann haben die aber Waffen. Im letzten Spiel haben sie überhaupt nichts gehabt. Warum
bekämpft ihr uns. Wir haben euch geholfen. Atreus, pass auf. Oh, ich bin schon so dran gefahren. Schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Da gibt es keinen anderen Weg. Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein, bloß ein Optimist, alter Freund. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Ah, okay, das ist so eine Kiste. Das heißt... Nicht Glück der Priesterin in der Welt. Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Was ist das denn? Okay. Sieht so aus, ja. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Wie kommen wir rein? Über dieses Rad, ich zeig's dir. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Keine Rätsel. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Ah, okay. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Also waren sie mal eins, oder wie? Wow. Manches ändert sich wohl nie. Warte mal. Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Cool. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Also irgendwie gut, dass hier ausschaut alles.
Wahnsinn, sie haben sich so viel Mühe gegeben bei dem Spiel. Wow, das Licht! Ah! Oh. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwitter? Natürlich, er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee? Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alpen sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalpen. Einen Screenshot machen. Eine Kiste. Wieder so ein Ding. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Apropos Lichtalben. Oh. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Hinter dir, pass auf! Ach so, okay. Hinter dir, pass auf! Sie kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Nicht mit dem Ding da. Gut für Warum? Uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Okay. Da ist eine andere Farbe. Cool. Vatos, wo gehst du hin? Bloß um. Das tut er manchmal. Ah, eine neugierige Seele. Sehr neugierig. Sogar wenn ich ewig auf das Spiel gewartet habe. Sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Wie es aussieht auch sich selbst. Ohne Kiste. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Na, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlich.
gefährlicher, je höher wir gehen. Nein, wie könnte ich denn darüber? Wahrscheinlich nicht von unten, sondern von oben, wahrscheinlich auf die Wand oder irgendwie. Oh, so von da. Zum Schrein geht es da lang, Kratos. Ja, das weißt du. Bruder, das kleine Mistvieh explodiert gleich. Die stinken ja übel. Noch ein Scheusal. Links. Galva. Okay, da geht's, glaube ich, zur Kiste. Wo geht's hier hin? Das noch. Ah, ich wollte schon sagen, dass noch keine Krähen sind, aber da ist schon eine. Ja, das muss ich wohl von oben irgendwo machen, oder? Macht man hier. Der war ja gerade blau. Okay. Wir haben es noch vorgeschafft. Wenn ich so hingehe und so geht's einmal gar nicht. Warum kann ich da auch dagegen schießen? Ja, vielleicht so. Jo. Und jetzt da. Kann ich das anzünden und... Nö. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Hades Vergeltung. Was nicht. Gleich über dem. Apropos, Fähigkeit wollte ich verwenden vor der Waffe. Mal schauen, wie dieser drauf ist. Ne, schneller wie ich. Diese Algen errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalgen damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Oh. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Du baust hier eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Respekt. Warum ist das ein Ding?
hier irgendetwas und drauf schieße. Ach so, da oben. Ah, okay, okay, okay. Ja. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Aber da sind wir drauf gekommen. Ja, da ist nix. Ich will wieder reden mit ihm. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Links von dir. Jetzt verstehe ich, warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren, doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Mhm. Hallo, ich war dabei. Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Da ist die Kiste, oder? Ja. Eine Kette. Schauen wir da runter. Das ist auch eine Tür. Gibt's sonst noch irgendwas zum Treffen? No.
Nein, hier wollte ich nicht drauf, sorry. So. Hey, das sieht interessant aus. Da geht es nicht hoch zum Schrein. Wissen wir. Wolltest du der Truhe? Ah, verstehe. Verzeiht meine Ungeduld. Hm. Ja, so jetzt einmal sicher nicht. Gibt's da noch ein anderes? Naja, okay. Es ist nicht mehr so knifflig. Oder doch? Aha, das weiß ich schon, glaube ich. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber diese weiße Marmorwand hinter dem Gitter, vielleicht kommt eine Art daran. Ja, habe ich schon gemacht, mein Freund. Hat geklappt. Danke, Tier. Gern geschehen. Was? Meine Axt war schon vorher oben. In der Wand, bevor Tier das gesagt hat. Schummler. Ich frage mich nicht mehr, was eins war. Bis zum Ende wird das hier doch trotzdem noch zu Fall bringen. Ein neues Heft. Achso, das ist ein Talisman. Ah, okay, cool, dann nehme ich lieber das. Ändert sich ja gar nichts. Und Fähigkeit kann ich hier auch verbessern. Ja, dass er noch keinen besseren Bogen bekommen, finde ich schade. Wie schaut's denn da aus? Okay, nicht mehr viel. Okay, von 15, 15 von 30. Ja, das ist auch wichtig. Ich kann nur R2 drücken. Mhm. Und schaut's mit ihm aus? Nein, R2 hat irgendwas. Braucht noch. Oh nein. Rechts von dir! Hinter dir, pass auf! Ja, sowas auch noch. Zurück zur Sache. Linke Seite! Hm. Nachtmar. Achtung, hinter dir! Ich muss auch verlieren, die Nachtmare. Oh! Verdammt. Nein, ich gebe den Stein wegen dem Blödsinn nicht her. Ich hoffe nur, dass ich einen Checkpoint jetzt hatte, weil das sind Rätsel unten. Nachtmare killen dich nach 2 Explosionen. Das ist auch nicht, dass ich die Kiste noch mal machen muss. Ei, das ist der Wahnsinn, die studierenden Nachmanner. Weg! Und sofort weg, das ist gefährlich.
Welches ist dein Lieblingsgedicht von Kvasir? Warum sollte ich eins auswählen? Hm, da ist schon ein bisschen mehr Geld drin. Jeder Cent ist wichtig. Das überlasse ich dann wohl euch. Böser Treffer! Bist du ein Stärker? Oh nein, das ist ein Boss. Nein, das gebe ich auch nicht auf. Den mache ich mit der Axt, den Typen. Der ist echt stark, der hat ein doppeltes Leben auch noch. Dieser Elfenhaini. Der Weiß ist effektiv. Das überlasse ich dann wohl euch. Dann kann ich eigentlich aufschließen mit der Axt. Hey. Hinter dir. So. Und den Krieger. Warum geht's? Das war brutal. Weiß. Wir sehen uns drüben. Eher so hin. Ja. Wow, kann der springen? Ah, da ist die, hab ich gemeint. Die Kiste war das. Warte mal, was ist das? Merkwürdig, oder? Ah, das ist für eine Kiste gedacht. Irgendwo muss da eine Kiste sein. Wir sind von da gekommen, ne? Also, was soll denn das dann sein? Warte mal, komm ich so zur Kiste. Also ich muss nach unten, wo er ist, okay. Ist er wieder da? Nein, von da bin ich gekommen, was rede ich denn? Da war das. Da geht's. Da runter. Wir sehen uns drüben. War ich ja vorher. Verwirrend ein bisschen. Wow, kann der springen? Ich kann das nicht.
komme ich denn da hinein? Falscher Weg. Oh, sehr. So langsam weiß er Bescheid. Ich habe noch nie erlebt, dass die Lichtalgen den Tempel so stark kontrollieren. Das liegt wohl an uns. Sie müssen einen neuen Tempelwächter geweiht haben. Svart Auljöfürs Gegenstück. Der Dunkelalbkönig. Er ist jetzt wohl auch ein. Das heißt, bitte seinen und hast euch gehabt. Wo komme ich denn da hin? Ah. Das heißt, ich muss mich beeilen, wenn das schwingt. Okay. Nochmal. Ah, warte, das geht vielleicht so auch, wenn. Ja, muss schneller sein. Ja, jetzt wäre es gegangen, wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre. Nein! Verstehe. Der Zeitpunkt muss genau stimmen. Genau, und jetzt komme ich zur Kiste. Accessoire, das ist ja für einen kleinen, ne? Zurück. Gut. Dieser Mystiker sieht uns nicht. Da liegt ein Dämmerstein. Ah, warte. Hier kommen wir weiter hoch. Jetzt so wissen. Ah, wir sind da klettern, okay, und wo geht der? Also ist keine Ahnung, wohin gegangen. Wow. Tu, was nötig ist. Lichtkugel, Achtung! Von links! Achtung, hinter dir! Praktisch. Wie sie Lichtbrücken machen. Sieh dir diese Statue an, diese Kristalle. Die Alben besitzen sie ebenfalls. Ich frage mich, falls diese Statue in die Kluft fallen sollte. Ja, das ist eine gute Frage.
Aber da. Okay. Ja, gibt's da. Nichts. Das Fundament ist brüchig. Vater kann das leicht umstoßen. Speichern nochmal. So. Ich mache jetzt auch eine kleine Pause. Wir sind durch schon eine Stunde und 10 Minuten und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.